nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Raps, bisschen Schule nervt, bisschen cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Diesen Krach sollst du doch oben in deinem Zimmer machen. Hast du nicht gehört, du Zwerg? Ich will mir Mutanten-Max ansehen. Nein, kannst du nicht. Heute Abend darfst du nicht fernsehen. Nicht fernsehen? Was habe ich denn diesmal angestellt? Gar nichts. Mamas neuer Chef kommt zum Abendessen. Cool. Es gibt immer eine Nachspeise, wenn Gäste zum Essen kommen. Hoffentlich ist das Mousse au Chocolat. Da muss ich gleich mal nachsehen. Mousse au Chocolat, mein Lieblingsessen. Henry, nimm die Finger da weg. Oh. Oh nein. Henry? Muss ich den ganzen Boden putzen? Ja, und die Wände auch. Ich will, dass für die Stumms alles blitzsauber ist. Und Henry, das ist ein Abendessen für die Erwachsenen. Du gehst ins Bett, wenn sie kommen. Ins Bett? Aber ich darf aufbleiben und Cello spielen. Das ist gemein! Papa, bitte, darf ich zum Essen aufbleiben? So wie letztes Mal? Auf keinen Fall! Das ist schon ewig her, da war ich ja noch klein. Ah, das Essen ist serviert. Oh nein. Ich bin erwachsener geworden. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Nein, du gehst heute früh zu Bett, Henry. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Was gibt's denn heute Abend, Schatz? Lachs mit Limetten und Ingwersoße und als Nachspeise Mousse au Chocolat. Mama, schön, dass ich heute Abend die Stumms kennenlernen darf. Netter Versuch, Henry. Aber das ist echt gemein. Peter darf auch aufbleiben und ihr esst Mousse au Chocolat. Ich liebe Mousse au Chocolat. Herr Stumm will Peter Cello spielen hören und dann muss er ebenfalls ins Bett. Ich gehe heute gern mal früh ins Bett. Ich kann verstehen, dass Erwachsene auch mal unter sich sein wollen. Sei nicht so gemein, Henry. Hör auf damit. Geh in dein Zimmer. Ich gehe nicht. Ich will aufbleiben. Ich will Mousse au Chocolat. Ich sofort. Will... Sofort. Und du kommst erst wieder runter, wenn ich's dir sage. Die Gäste sind da. Oh nein, die Mousse. Jetzt muss ich sie neu machen. Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt. Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade.
Musso-Schokolade. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Nicht schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund. Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Er möchte wohl auf sich aufmerksam machen. Ich muss vorsichtig sein. Zeit für Ekelchips und Monstertrank. Das wird bestimmt lustig. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Oh je. Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. Mir so rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hi-ya! Ah! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe. Mieze! Ich dachte, du bist im Bett. Ich wollte Herrn und Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Oh, danke, Henry. Der Lachs! Komm mit, Herkules! Wir gehen! Herr Stumm, ich entschuldige mich für unseren Sohn. Bitte feuern Sie mich deshalb nicht. Sie feuern? Wieso sollte ich das tun? Ich habe mich amüsiert. Aber... Die meisten Einladungen sind sowas von langweilig, aber der heutige Abend war alles andere als das.
Vielleicht wollen Sie Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Ja, natürlich. Frau Stumm, möchten Sie nicht wenigstens noch für die Mousse Schokolade bleiben? Keine Sorge, mein Freund. Als ich so alt war wie du, hat man mich den rasenden Reginald genannt. Wirklich? Man wird dich dafür bestrafen. Ja. Ja, mich auch. Du bist gut, Henry. Aber als ich älter wurde, habe ich gelernt, es gibt immer einen, der besser ist. Niemand ist besser als Henry, der Schreckliche.